Braucht Ausdauer, braucht das Aushalten, dass man durch Tiefen geht. Churchill, wundervolles Zitat, if you go through hell, keep going, keep going. Schöne Beispiele. Eine zentrale These würde ich doch gerne in den Raum stellen, weil es ist was sehr Wichtiges für unsere Gesellschaft. Ist Entrepreneurship für ganz wenige? Oder ist Entrepreneurship etwas, was eine viel, viel breitere Basis hat, auf der man eigentlich aufbauen könnte? Das ist auch der Start meiner eigenen Präsentation, wie durch Zufall. Was können wir tun, um die Basis für Entrepreneurship viel breiter zu machen? Wenn ich an Professor Otte anknüpfe, dann kommt mir natürlich ein Satz in den Kopf, den ich sehr gerne benutze und der mich, seit ich ihn gelesen habe, beschäftigt. Das ist von einem amerikanischen Autor, der sagt, fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Und wir reden von Bildung und Weiterbildung und Universität und ich habe das fatale Gefühl, ich kann das nicht begründen, ich habe das fatale Gefühl, dass an diesem Satz etwas dran ist. Wenn ich Kinder beobachte, die wollen natürlich unternehmen, das ist sogar ihr Kernantrieb, die wollen ständig etwas unternehmen, viel mehr als es den Eltern gut tut und die Eltern eigentlich gerne sehen möchten. Also dieser enorme Antrieb, etwas zu unternehmen. Professor Hüther hier vor einem Jahr hat das sehr anschaulich beschrieben und hat eine kleine Pause gemacht und hat er gesagt, und dann kommen sie in die Schule. Also ist nicht mein Fach, ich will das auch nicht weiter vertiefen, ich habe nur Zweifel, ob das, was Sie richtig beschreiben, dass viele Leute ihren Job gerne haben und um 5 Uhr in Ruhe gelassen werden wollen und so weiter, das ist ja richtig beschrieben als Tatsache. Ich frage mich nur, ob es sozusagen ein ehernes Gesetz ist oder ob das schon ein Produkt ist einer Erziehung, auch einer gesellschaftlichen Haltung, die möglicherweise auch hinterfragt werden kann und die ganz anders laufen kann. Es gibt ja noch die schöne Studie da aus Universität Mainz, da hat man Ökonomiestudenten gefragt zu Beginn des Studiums, wie ist es denn mit Gründen? Und dann im Verlauf des Studiums, und da würden Sie glauben, im Verlauf des Studiums wollen immer mehr gründen. Völlig falsch. Im Verlauf des Studiums wollen immer weniger gründen. Und das hat man dann gesagt, das ist eine komische Studie, muss irgendwie falsch sein. Dann kam vor 2 Jahren eine Studie aus Holland, die genau das Gleiche sagt und auch da hieß es ja, irgendwas ist da an der Studie falsch, kann doch so gar nicht sein. Wenn wir Ökonomie studieren, dann muss doch das Fach dieses Unternehmerische, was ja der Kern der Ökonomie ist, das muss das doch unterstützen, scheint aber anders zu sein. Zurück zu dem Punkt, was könnten wir tun, um die Basis für Entrepreneurship viel mehr zu verbreitern? Weil gesellschaftspolitisch ist ja klar, wenn wir mehr Menschen haben, die in Verantwortung gehen, wenn wir mehr Menschen haben, die Arbeitsplätze schaffen, wenn wir mehr Menschen haben, die sich für Innovationen einsetzen, dann ist das positiv für eine Gesellschaft. Also das ist klar, das wäre ein Ziel. Die Frage ist, ist es realistisch? Wenn man die Funktion des Entrepreneurs ansieht, dann hat er 3 Funktionen. Das eine ist, dass er mit etwas kommen muss, was er machen will. Das zweite ist, dass er dieses Unternehmen organisieren, führen muss. Und das dritte ist, er braucht Kapital, ganz sicher. Heute sicher nicht mehr so viel Kapital, wie man braucht, wenn man ein Stahlwerk gründet oder wenn man eine Textilfabrik aufbaut oder eine Bank. Man kann das heute aus dem Laptop, mit dem Handy in manchen Fällen. Aber man braucht Kapital, aber man braucht wesentlich weniger Kapital. Und ich glaube, inzwischen, wenn man das etwas differenziert, es gibt eine Studie, vor 2 Tagen habe ich das gehört, waren wir bei Herrn Wowereit eingeladen, hat McKinsey eine Studie vorgetragen. Ja, es gibt Kapitalmangel, aber in Berlin zumindest erst in dem höheren Segment, also ab 3 Millionen Euro aufwärts. Seed-Kapital ist genügend da, ab 3 Millionen wird schwach, ganz oben wird es wieder besser. Ganz oben wird es wieder besser, aber so. Jetzt würde ich mal sagen, die meisten von Ihnen müssen nicht mit 3 Millionen Anfangskapital gründen. Also Seed-Kapital scheint ausreichend vorhanden zu sein.
Ich stimme auch der These zu, wenn man kein Kapital hat, braucht es längere Zeit. Kapital beschleunigt, das ist richtig, es beschleunigt den Prozess, Sie gewinnen Zeit. Aber Sie können natürlich auch Bootstrapping, sagen die Amerikaner, so von klein aufbauen. Meine persönliche Sympathie geht sehr stark in dieses von klein aufbauen. Wenn wir sagen, Kapital ist nicht mehr der Engpass, ist nicht mehr das Entscheidende, wir können das lösen, dann haben wir einen Vorteil. Sie sehen, wenn Sie vom Entrepreneur alle drei Teile verlangen, dass er eine Idee mitbringt, die tauglich ist, ein Konzept, ein ausgearbeitetes Konzept, dass er den Laden auch schmeißen kann, was ja nicht leicht ist, wissen wir alle. Die meisten können ihr eigenes Leben nicht organisieren, geschweige denn ein Unternehmen gut organisieren. So, wenn wir es natürlich schaffen würden, uns von dieser Kapitalanforderung frei zu machen, dann ist der überlappende Teil, das sehen Sie ja, wenn Sie drei Anforderungen haben, haben Sie nur einen kleinen Teil, den Sie da realisieren können, was wenige gibt, die alle drei Teile mitbringen. Wenn wir den Kapitalteil beiseite schieben können, sei es durch Bootstrapping, sei es, weil genügend Seedkapital da ist und sei es, weil wir heute sehr viel weniger Kapital zum Gründen brauchen, dann haben wir nur noch zwei und dann ist der Teil der Überlappung schon wesentlich größer. Aber immer noch nicht so, dass man sagen kann, kann man richtig in die Vollen fassen. Was kann man mit Business Administration machen? Da ist die herrschende Meinung, Business Administration muss sein, der Gründer muss das können, den muss man einarbeiten, von der Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Führung von Mitarbeitern und. Ich habe normalerweise eine Folie, die nur so die Überschriften aus den Büchern wiedergibt, die Business Administration auflisten und das ist eine sehr lange Liste. Meine These ist, ein Gründer, wenn er wirklich erfolgreich sein will, kann gar nicht alle Teile der Business Administration machen. Und wenn man Business Administration genauer anguckt, und ich mag das englische Wort, weil es Administration im Begriff hat und Administration ist Verwaltung. Wenn wir uns Business Administration genauer angucken, dann werden wir sehen, es hat viele verwaltende Teile. Die Buchhaltung muss ordentlich gemacht werden, natürlich das Rechnungswesen, die Bilanz muss stimmen und. Es hat aber Teile, die man delegieren kann und die man auch delegieren muss. Ich rate Gründern dringend ab, sich selber mit Buchhaltung zu beschäftigen und Rechnungswesen. Eine GmbH-Buchhaltung ist schwierig, das ist ein 3 Jahre Ausbildungsberuf. Dilettantismus ist hier völlig falsch. Geben Sie das ab. Was Sie nicht abgeben können, ist Ihr Unternehmen zu führen. Und gerade deswegen müssen Sie einen großen Teil der Business Administration abgeben. Das sind nämlich Routinen, die Sie ins Leben rufen müssen in Ihrem Unternehmen. Dazu gehört auch die Arbeitsorganisation. Dazu kann auch gehören Unternehmensführung. Ich kenne eine Reihe von Entrepreneurs, die schlecht mit Personal umgehen können. Auch das kann man abgeben. Was Sie nicht abgeben können, ist den Horizont im Auge zu behalten, das, was eigentlich Unternehmensführung heißt. Und da ist der deutsche Begriff eben nicht sehr genau. Da heißt es, wenn Sie ein Unternehmen haben, müssen Sie das führen. Aber es ist eben vieles Verwaltung. Es ist vieles, was Sie abgeben können, was Sie sogar abgeben müssen. Wenn wir das schaffen, dass wir einen Großteil der Business Administration abgeben können, dann sehen wir, dann ist die Hauptbedeutung immer mehr das Konzept. Und das ist auch gut so. Es gibt einen Begriff, und ich glaube, der hat viel Treffendes, War for Talent. Die Politiker und die meisten reden von Arbeitslosigkeit. Diejenigen, die mit Entrepreneurship zu tun haben, reden von War for Talent, ein Krieg um Talente. Und vorgestern diese Studie von McKinsey sagte, ist eigentlich untertrieben, there is a dictatorship of talent. Die Programmierer, die Webdesigner diktieren ihnen heute, was Sache ist und was sie bezahlen müssen. Also als eine extreme Knappheit. Und auch das spricht dafür, dass sie Stücke abgeben in professionelle Hände, etwa die wissen, dass man bestimmtes Design, dass man bestimmte Programmierung schon als Open Source von woanders her bekommen kann, statt selber mit diesen kleinen Diktatoren verhandeln zu müssen. Ingvar Kamprad, der Gründer von IKEA, sagt diesen Satz,
Und Sie wissen, IKEA ist ein weltweit hervorragend organisiertes Unternehmen, wirklich hervorragend, auf der ganzen Welt. Und der Gründer sagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Also an ihm kann es nicht liegen, dass dieses IKEA sehr effizient aufgebaut ist. Er hat andere Qualifikationen, er hat Möbel neu erfunden, ohne dass er als Möbeltischler gelernt hat. Also Sie können ein Unternehmen führen und wesentliche Teile Ihres Unternehmensführung im Sinne von Verwaltung, von Effizienz, Arbeitsorganisation, Buchhaltung, Rechnungswesen abgeben. Ein zweites Beispiel, und da kommen wir schon mehr in Richtung Komponenten, abgeben, aber nicht an selber ausgewähltes Personal. Dieses Beispiel mit der Chefsekretärin, völlig richtig, die meisten machen da schon den ersten Fehler, wenn sie ein eigenes Büro einrichten, dass sie da vom Gewerbemietvertrag angefangen, über die Auswahl der Sekretärin und so weiter, das nicht wirklich professionell machen. Sie müssen es abgeben, kann man heute. Bürodienstleistung ist eine Komponente, E-Büro haben wir sogar im eigenen Haus. Also, mit Komponenten arbeiten, das ist der nächste Punkt, abgeben und mit professionellen Komponenten arbeiten. Buchhaltung darf nicht dilettiert gemacht werden. Das heißt, wenn wir Business Administration anders angehen können und erkennen, dass da viel Verwaltung ist und viel Routine und wir Komponenten haben, auch das gab es früher nicht, das ist eine Erscheinung, würde ich mal behaupten, die so in den letzten 3 bis 5 Jahren entstanden, dass man an professionelle Komponenten abgeben kann, dann haben wir eine Chance, da uns sehr viel mehr zu konzentrieren und dann kann man natürlich auch die Frage aufwerfen, wenn es tatsächlich in der Hauptsache darum geht, ein gutes Konzept zu erarbeiten, sind wir dann auf die nur wenigen angewiesen, die heute völlig zu Recht, wie Sie sagen, dieses Entrepreneurship schmeißen oder haben wir nicht eine viel breitere Möglichkeit? Und da komme ich zu einem Punkt, dem Untertitel meiner Ausführungen hier. Geht die emanzipatorische Dimension verloren? Wir haben die Chance, Entrepreneurship so zu betreiben, dass wir uns auf ein Gebiet kaprizieren können, auf unsere Idee, auf unser Ideenkind. Und wenn wir das so haben, wie ist denn die herrschende Praxis? Wird das denn aufgegriffen? Können wir denn sagen, dass es so etwas gibt wie einen Aufbruch in eine sehr viel breitere, offenere Kultur des Entrepreneurship? Und ich kann das nicht erkennen. Ich glaube, dass wir eher in eine andere Richtung gehen. Ich wundere mich, dass man an dem Begriff Unternehmertum so festhält. Unternehmertum ist belastet. Ist natürlich belastet mit der ganzen Kapitalismusdiskussion, vor allem mit den Bildern aus dem Frühkapitalismus. Denken Sie an Käthe Kollwitz, Weberaufstand und solche Sachen. Das ist ja in Europa sehr viel stärker als in den USA. Da hat man diese Belastung aus der Vergangenheit, diese sehr massiven Bilder nicht. Denken Sie an das, was so Großindustrie ist. Das ist auch etwas, was natürlich für den Normalmenschen überhaupt nicht zugänglich ist, ein Stahlwerk zu gründen oder ein Stahlwerk zu organisieren. Und dieses Wort Unternehmertum, auch die Kollaboration mit Hitlerdeutschland, ist derart belastet, dass wir wirklich, finde ich, von diesem Wort Abschied nehmen sollten und ein neues Wort. Ich räume ein, dass Entrepreneurship ein Zungenbrecher ist. Es ist allerdings international das Wort auf der ganzen Welt, das dieses Phänomen beschreibt. Und im Entrepreneurship, anders als im Unternehmertum, steckt nicht so sehr Kapital oder ältere Herren im grauen Anzug, sondern steckt mehr das Innovative, das Mutige. Der Begriff Entrepreneur kommt von dem, der hinter den feindlichen Linien versucht hat, zu Sabotage zu machen oder Aufklärung oder solche Sachen. Also in dem Wort Entrepreneur ist mehr dieses Mutige, Innovative, Einfallsreiche enthalten als in dem Wort Unternehmertum. Unsere Münchner Freunde, ich finde klar Unternehmer und dann TUM, Technische Universität München. Man kann auch Ausnahmen machen, aber ich finde, wir sollten von dem Wort Unternehmertum Abschied nehmen, um mehr die Tür zu öffnen für das, was heute mit Entrepreneurship möglich ist.
diese Vorstellung auch in den meisten Köpfen, der Unternehmer ist der Alleskönner und deswegen muss ich ihn auch in Buchhaltung und Rechnungswesen ausbilden, halte ich für falsch. Wir müssen von dieser Vorstellung des antiken Feldherrn, Forschers und Showmasters, Marketing-Genies, Abschied nehmen. Wenn wir das ein Stück weit akzeptieren, dann kommen wir zu einer anderen Realität. Auch wieder McKinsey aus den USA diesmal. Nicht überraschend, man kann viele Ideen haben, aber zwischen einer Idee, einer Anfangsidee, einem Einfall und einem ausgearbeiteten Konzept ist ein Riesenunterschied. Deswegen schon mal nur noch der Faktor 10, der dann überhaupt in ein Gründungsstadium geht. Sie wissen, die Generalstatistik der Gewerbeanmeldung sagt, 80% aller Gründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr dabei. Das kann viele Ursachen haben, aber eben auch viel scheitern. So, von den 1000 Gründungen bekommen 100, also wiederum nur der Faktor 10, Venture Capital. In der öffentlichen Diskussion ist ständig dieses Venture Capital. Der Herr Wowereit sagt, wir brauchen mehr Venture Capital, um mal endlich auch so ein Facebook und Microsoft und sowas in Berlin hoffentlich zu machen. Ja, kann sein. Wenn ich Städtepolitik mache, wenn ich meine Stadt attraktiv machen will, ist das ein zutreffender Gedanke. Wenn ich als Gründer dastehe und mir überlege, dann ist das kein zutreffender Gedanke. Wenn ich die Chance habe, als einer von 100, das ist ja die Relation, Venture Capital zu bekommen, dann können Sie Venture Capital vergessen. Ich würde aus einem zweiten Grund noch dringend abraten, sobald Sie Venture Capital ins Haus nehmen, das sind ja Profis mit einem Stab von Rechtsanwälten, sind Sie nicht mehr Herr im eigenen Haus. Sie sind ein Angestellter in einer Hamstermühle, der herumrennt und die Ziele, die so nebenbei in dem Vertrag sind, die Milestones zu einhaben, sind 110 Seiten Vertrag von Rechtsanwälten ausgedacht und Sie sagen, oh, Herr Faltin, wir haben 1 Million Venture Capital. Ich sage, haben Sie denn den Vertrag genau gelesen? Ja, haben wir schon, ja. Aber wir haben 1 Million. Und ich sage, naja, da hat man Ihnen eine Wurst vor die Nase gehängt. Wenn Sie genau lesen, wird darin stehen, wenn Sie 2 Millionen erwirtschaften, unter dieser Voraussetzung, müssen Sie die 1 Million nicht zurückbezahlen. Und wir machen auch Milestones, dass Sie die Million nicht gleich bekommen, sondern nur, wenn Sie auf dem Weg sind, die 2 Millionen zu erwirtschaften. Also Venture Capital, allein aus statistischen Gründen, aber auch aus inhaltlichen Gründen, würde ich zunächst sagen, mit äußerster Vorsicht genießen, ist für den Normalgründer überhaupt nicht relevant. Und Sie sehen, auch die Hoffnung natürlich des raschen Exits ist eine, die statistisch, das ist dann nur noch 0,2% der ursprünglichen absichtsvollen, inspirierenden Gründer mit Ideen, die dann diesen IPO auf den Kapitalmarkt schaffen. Und 0,02% sind dann diejenigen, die da auch Marktführer werden. Nebenbei gesagt, mit unserer Tee-Kampagne und Peter Lange, dass wir es bis zum Weltmarktführer auf dem Teil, auf dem kleinen Teil des Darjeeling-Tees, immerhin der beste Tee, höchste Lage, geschafft haben, ist eine Leistung, die nicht an Entrepreneurship allein hängt, sondern die auch daran hängt, und das ist mein nächstes Thema, weil da Begeisterung dahinter war, Begeisterung für Fair Trade, Begeisterung für Chemierückstände, Begeisterung, selber etwas machen zu können, Begeisterung zu sagen, wir sind viel preiswerter als die Teehändler, weil wir eine Idee haben, den Zwischenhandel auszuschalten und Großpackungen, eigentlich relativ normale Ideen. Habe ich Großpackungen erfunden, habe ich erfunden, dass man Zwischenhandel ausschalten kann. Man muss halt in der Lage sein, das zu tun. Das heißt, man muss sich konzentrieren auf eine Teesorte und dann große Einkaufsmengen generieren, dann kann man am größten Teil und später überhaupt am Zwischenhandel vorbei. So, also es geht. Und dieses weg von dem, was in der Öffentlichkeit die Diskussion dominiert, Venture Capital und diese ganz großen Sachen, Facebook, wir hätten auch gerne in Facebook. Ja, es ist nicht realistisch, machen Sie lieber Ihre eigenen Sachen. Und der Punkt mit dem Exit, auch das wieder neulich in der Diskussion, ja, wir haben viel zu wenig Exits. Ich möchte keinen Exit machen. Wollen Sie Ihr Ideenkind, wollen Sie Ihr echtes Kind mit einem Exit abgeben? Ist doch pervers. Sie sind stolz darauf, dass Sie ein Kind haben. Aber wir müssen doch dieses wundervolle Thema Entrepreneurship nicht zu einer Zuchtanstalt für Exits
verkommen lassen. Das ist für ein paar Leute toll. Ich gönne es ihnen auch, wenn die außergewöhnliche Leistungen erbringen, sollen sie 10, 100 Millionen haben. Ich gönne es ihnen. Ich gehöre nicht zu dieser Neidkultur. Aber es ist nicht der Normalfall. Es sind extreme Ausnahmefälle. Und wichtig ist, und auch das zeigt die Erfahrung, wichtig ist nicht, ob sie 100 Millionen haben. Wichtig ist, ob sie ein geglücktes Leben haben. Und ein geglücktes Leben hat mit ihnen zu tun. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Wir brauchen eine andere Methode des Entrepreneurship. Wir brauchen eine andere Methode, ein Konzept zu erarbeiten. Und zwar ganz einfach, die Methode muss mit Ihnen anfangen. Ihr Konzept muss stimmig zu Ihrer Person sein, weil Sie eine enorme Ausdauer aufbringen müssen. Völlig richtig beschrieben vorhin. Und enorme Rückschläge erwarten müssen. Das ist normal. Und um diese Ausdauer aufzubringen, bis Sie Ihr Ideenkind aus Anfängen zu einem wirklich stolzen und erfolgreichen Ding gemacht haben, da brauchen Sie Ausdauer. Und ich behaupte, die Ausdauer und Disziplin bringen Sie nicht auf, wenn Sie etwas machen, was im Englischen heißt Opportunity Recognition, irgendeine Opportunity. In allen Lehrbüchern steht, Kern ist Opportunity Recognition. Sehen Sie, in Zehlendorf, lauter Akademiker, die machen viele Kopien, kann gut sein, dass da ein weiterer Copyshop eine wirklich gute Opportunity ist. Aber jetzt frage ich Sie, wer von Ihnen möchte den Rest seines Lebens in Zehlendorf in einem Copyshop stehen? Manche ja, dann ist es die ideale Gelegenheit für Sie. Aber viele werden sagen nein. Und dann ist es nicht gut. Dann, also nicht Opportunity Recognition, sondern Opportunity Creation. Sie müssen als Person im Mittelpunkt stehen. Sie müssen sich fragen, was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel? Lokomotivführer oder amerikanischer Außenminister und ein Stück weit Refinement später, was ist denn mein realistisches Ziel, wo liegen meine Talente, was ist mir im Bereich der Möglichkeiten, zum Beispiel Muttersprache, denn möglich und was kann ich da erreichen und mit diesem etwas Refinement, was man ja als Heranwachsender dann erlebt, muss man gucken, wo gehöre ich hin, was, Friedrich Bergmann, will ich wirklich, was wir wirklich, wirklich wollen. Und nicht, was die Eltern und die Lehrer oder der Pfarrer oder jemand anderer da an einen herangetragen haben. Herausfinden, was ich wirklich will. Sie wissen, die Geschichte der abendländischen Bildung beginnt in Delphi mit dieser Inschrift. Erkenne dich selbst, werde der du bist, sei, also handle, handle danach, mache es, tu es. Erkenne dich selbst. Kann man fragen, wo in unserer heutigen Bildung dieses Erkenne dich selbst gefragt wird und so, aber das ist ein anderes Thema. Bei diesem Erkenne dich selbst und bei dieser Frage, was will ich eigentlich, bin ich auf einen interessanten Punkt gestoßen. Nelson Mandela, wo man eigentlich nicht erwartet, jetzt über Entrepreneurship etwas zu bekommen, aber dieses, ich war erschrocken, als ich das gelesen habe. Man denkt ja erst, man muss so seine Schwächen bearbeiten. Man muss von seinen Schwächen ausgehen. Und das lehrt uns eigentlich auch die normale Bildung. Also versuche deine Schwächen zu überwinden und strenge dich da an. Und er sagt, die Angst macht uns die Stärken. Nämlich das Gefühl, wir haben etwas in uns und Kinder, dieses fast jeder kommt als Genie auf die Welt, da spürt man das doch. Das ist doch bei allen Kindern. Dieser Gedanke, ich bin großartig, ich bewältige die Welt, ich habe täglich Erlebnisse, die faszinierend sind. Und dieses, das Gefühl, mit seinem Leben nicht genügend gemacht zu haben, ich glaube, das tut weh. Dieses Gefühl, man hätte vielleicht dieses Challenge annehmen können und man hat es nicht getan, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl, das auch stärker wird, wenn man älter wird. Und deswegen gilt, wenn ich Entrepreneurship als Business betrachte, dann habe ich schon vom Start weg verloren. Wenn ich glaube, Entrepreneurship ist Buchhaltung, wenn ich glaube, Entrepreneurship ist der Profit, Henry Ford und alle die Beispiele sagen, die sind reich geworden, weil sie besessen waren, nicht weil sie Dollaraugen hatten. Der Reichtum ist ein Nebeneffekt gewesen, weil es eine tolle Geschichte war, weil es eine tolle Idee war, weil es die Ausdauer, Henry Ford 18 Jahre lang nur Versagenserlebnisse,
nur Versagenserlebnisse, 18 Jahre lang, nicht 18 Monate, sondern 18 Jahre lang. Also dieses Ausdauern, aber für etwas Dasein, für etwas sich einsetzen, das einem Lebendigkeit gibt. Und es gibt so einen Begriff Überzeugungsgründung. Ich finde das sehr schön. Nicht so Gelegenheit, Copyshop in Zehlendorf, sondern Überzeugungsgründung, mit eigener Überzeugung. Das spürt man auch, ob jemand authentisch ist oder ob es ein großer Konzern ist mit wechselnden Managern. Ich sage immer, Nestle gegen Hip ist ein schönes Beispiel. Der Hip ist einfach persönlicher, bei allem, was da inzwischen auch so diskutiert wird. Aber es ist ein Stück Authentizität, ein Stück weit mit Nachdruck und mit Besessenheit an seinen Sachen arbeiten, ist natürlich ein Element dann auch von Erfolg. Und ich wähle mal ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat. Dieser Patrick Blank, der hat als Kind schon angefangen, diese Pflänzchen haben ihn interessiert. Und er hat geguckt, wie unter welchen Bedingungen wachsen die denn senkrecht. Und da hat er geguckt, so an Mauern, was wächst denn da von selber? Und an Flussböschungen, was wächst denn da? Und er hatte allmählich die Idee gehabt, man müsste doch diese Pflanzen in einer Weise kopieren können, in einer Weise pflegen können, dass sie auch an Wänden wachsen. Diese hässlichen Wände in vielen Städten, auch in Berlin, so als Nachkriegselement, kann man da nicht etwas draus machen. Und er hat eben sehr viel von der ersten Idee, man könnte doch Wände bepflanzen, mit so ein bisschen wildem Wein vielleicht, bis hin zu diesen Kunstwerken, die inzwischen weltberühmt sind, ist ein weiter Schritt. Und da gehört eine Menge Ausdauer dazu und Blick und Liebe und Genuss an dieser Idee, unter welchen Bedingungen wachsen diese Pflanzen auch senkrecht und wie kann ich das ins Leben rufen. Und wann erkennt man, das hat auch was mit liebenswert zu tun. Das ist auch schön. Sie wissen, Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1840, 50, 60 in England, gab es eine Arts and Crafts Movement. Das waren Leute, die sagten, diese Industrialisierung ist ja schrecklich, diese rauchenden Schlote und diese Verhässlichung der Vorstädte durch solche Fabriken, da muss man etwas gegen tun. Und da gab es Leute, die versucht haben, diese industrielle Produktion, so eine Mischung aus handwerklicher und industrieller Produktion, und die Welt schöner machen, das war die Idee, gegen diese Verhässlichung antreten. Vielleicht waren die einfach 150 Jahre zu früh dran. Vielleicht brauchen wir wieder so eine Bewegung, die sagt Entrepreneurship, um die Welt schöner zu machen. Und der Patrick Blank wäre sicher eine Figur dabei. Wir leben ja immer noch in Gedanken von Expansion. Die Politiker sagen Wachstum, Wachstum. Wir müssen jetzt unbedingt Wachstum haben, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und die anderen sagen, wir konsumieren viel zu viel. Wenn Sie später Nico Pech hören, der wird sagen, wir müssen radikal in unserem Konsum runter, was ja auch heißt, viel mehr Arbeitslosigkeit. Also wir rudern zwischen zwei Extremen, die einen rufen nach mehr Wachstum und die anderen nach weniger. Und Wachstum hat ja immer was Expansionistisches. Und das zentrale Argument aller Ökologen ist, wir haben einen begrenzten Planeten und aus einem begrenzten Planeten kann man nicht unbegrenzt Rohstoffe fördern und unbegrenzt Material in Konsumgüter umwandeln. Also Marcel Proust, finde ich, hat das wundervoll vor 100 Jahren oder wie viel gesagt. Es geht um neue Sichtweisen, neue Sichtachsen. Das ist ein gutes Thema, auch wie man zu einem Konzept kommt, Dinge anders betrachten. Und da komme ich zu meinem letzten Punkt. Wo kriegen wir die Anregungen her? Und ich finde, heute hat der Entrepreneur viel mehr mit dem Künstler gemeinsam als mit dem Manager. Es geht um Ideen, es geht um neue Sichtweisen. Das, was ich hier zeige, ist Theo Jansen. Den Tipp verdanke ich einer holländischen Kollegin. Jansen. Fanny Lücke hat mich darauf aufmerksam gemacht.
dass man Figuren zum Laufen bringt, dass man kinetische Skulpturen heißt das, dass man also diese Sichtachse, dass ich Dinge, die sonst, ja, dass ich es entwickeln kann, dass ich experimentieren kann, sodass ich so etwas, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Also dieses aus der Kunst, Kunst ist ja berühmt dafür, nehmen Sie Picasso oder irgendjemand, dass man andere Sichtweisen auf eigentlich alltägliche Dinge erkennt. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur Fotografie haben, sondern auch Künstler. Und dieses, wenn ich an Ideen arbeite, gehe ich gerne ins Museum und lasse mich inspirieren von diesen vielfältigen Sichtachsen. Also ich glaube, ein modernes Entrepreneurship hat mehr mit Kunst zu tun und Kunstverständnis und mit den Augen eines Kunstbetrachtenden zu denken, als mit diesem Buchhaltung und allen diesen Sachen. Wir müssen zu einer Form des Entrepreneurship kommen, wo wir delegieren, was Routine ist, und am besten auch gleich an Maschinen delegieren und uns kaprizieren auf das, wie wir diese Welt besser machen, wie wir diesen Konfrontationskurs, den wir ja fahren in Sachen Ökologie, wie wir den über neue Ideen, über vielleicht auch Konsum, der nicht Verzicht ist, sondern der schöner ist, der besser ist, aber der sehr viel sparsamer mit Material umgeht als bisher, dass man in diesem Bereich denkt. Also Stichwort Entmaterialisierung des Konsums. Und wenn Sie Kinder sehen, in einer Zeit, bevor es Spielzeug gab, wir hatten null Spielzeug in der Nachkriegszeit, aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit und wir haben äußerst fantasievoll gespielt. Und ich glaube, ein Teil meiner Beschäftigung mit Entrepreneurship und Konzepten kommt daher, dass wir eine Gegenwelt erfunden haben. Es war nichts da, es waren Bombentrichter und ein Haufen Schutt. Die Eltern hatten auch kein Geld, die hatten auch gar keine Zeit für uns, war auch ein Vorteil. Und da haben wir uns unsere Gegenwelt geschaffen. Und wenn einer ein Messer hatte und das auch noch scharf war, das war schon eine großartige Sache. Da konnte man eine Menge mitmachen. Ein letzter Punkt. Wir denken immer bei Innovation an Forschung. Forschung ist wunderbar und muss auch sein, aber es gibt auch viel Innovation, die gar nichts mit Forschung zu tun hat. Und es gibt sogar Beispiele, wo man in der Forschung durch Ideen von außerhalb die entscheidenden Sprünge gemacht hat. Ein Beispiel ist die Spracherkennung. Ich habe das immer verfolgt, es ist natürlich toll, wenn man spricht und dann wird das übersetzt und Sie wissen alle, so bis vor einiger Zeit war das hoffnungslos. Da waren mehr Fehler und groteske Missverständnisse, als dass es was gebracht hat. Und dann kam der Durchbruch. Und wodurch kam der Durchbruch? Nicht durch irgendwelche Programmierer und irgendwelche noch neuen Techniken, sondern weil einer gesagt hat, schreiben wir doch das Programm so, dass es als erstes Mal in dem Laptop des Betroffenen alle Wörter sortiert und guckt, welche Wörter der am häufigsten verwendet. So eine Verteilung. Und dann wissen wir, mit welchen Worten dieser Mensch arbeitet und haben auch können die Zufallswahrscheinlichkeit, dass wir das richtige Wort treffen, viel eher erreichen, als wenn der Computer so blind nur auf seine eigenen Sachen zurückgreift. Also dieser Sprung, eine Häufigkeitsverteilung des betreffenden Individuums zu machen, hat die Spracherkennung einen richtigen Sprung nach vorwärts gebracht. Ich habe kürzlich ein zweites Beispiel gelesen, auch sehr schön. Elektromobil, Engpass, Batterie. Also muss man forschen, wie man den Wirkungsgrad von Batterien noch um 10% oder 1% oder 0,1% erhöht. Und da geht eine Menge Forschung rein. Und dann kam jemand und sagte, kann man das nicht viel einfacher lösen? Wenn ich weiß, dass ich in der Stadt bin, nehme ich einen Teil der Batterien raus. Also ich muss die Batterie modular aufbauen und zwar so, dass sie ein Laie sehr leicht auswechseln kann. Also wenn ich die Batterie modular aufbaue, dann nehme ich bei Stadtfahrten raus, dann habe ich weniger Gewicht, dann habe ich ohne irgendeinen Zusatz sowieso mehr Leistung, weil ich das Gewicht nicht transportieren muss. Wenn ich aber eine Fernfahrt mache, die über den Horizont des Elektromobils 100 oder 150 Kilometer hinausgeht, dann muss ich ein paar Batterien mit reinschieben, dann habe ich plötzlich mehr Reichweite. Ist was. Da hat jemand, der null Ahnung hat von Batterie, Chemie, Batterieleistung, eine Idee, gründet damit auch,
die möglicherweise an der Stelle ein Durchbruch sein kann, wenn man diese Batterien im pflegeleichten Austausch bauen kann. Also es gibt auch Beispiele, wo wir aufgefordert sind, das zu machen. Und es gibt einen Innovationspapst am MIT in Boston, Eric von Hippel, den ich sehr schätze, weil er sagt, democratize innovation. Democratize innovation. Ich habe ihn selber besucht und war beeindruckt, dass da auch so jemand dabei war, der ein bisschen schräg aussah und der da übernachtete im Büro. Und Eric von Hippel sagte, wir kennen den gar nicht. Wir kennen den gar nicht. Es kann sein, dass es ein Penner ist, so von unter den Brücken, der sich hier so eingeschlichen hat. Aber ich habe das Gefühl, der ist hinter etwas her. Er redet auch mit niemandem. Er schläft in unserem Büro. Aber wir haben das Gefühl, es ist hinter was her. Wenn wir morgen erfahren, dass das ein Penner ist, kann sein, wenn wir morgen erfahren, dass er den Nobelpreis kommt, wäre ich auch nicht überrascht. Also diese Offenheit eines immerhin MIT, also hoch angesehener wissenschaftlichen Städte, in solchen Punkten wie Umgang mit Normalmenschen oder sogar solchen, die so etwas aus dem Normalleben schon ausgeschieden sind, finde ich, verdient Hochachtung. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel zum Schluss. Werden Sie auch gelesen haben, ich glaube im September war das, eine Hochhausfassade aus Glas in London, die gekrümmt ist und einen Brennspiegeleffekt hat. Und überall stand, ja, wer kommt jetzt für den Schaden auf? Da ist ein, tut uns leid, wir haben Ihr Auto angeschmolzen. War die Überschrift in der Zeitung. Wer haftet jetzt, die Architekten oder die Autoversicherung oder überhaupt, ist das höhere Gewalt oder so? Es war keiner da, der sagte, großartig, großartig, können wir Energie gewinnen. Und im Winter ein Glashaus, das dann so geheizt wird, oder eine Touristenattraktion, oder ein kleines Schwimmbad, das so geheizt wird, die heiße Quelle von London, oder ein Kinderspielplatz, wo man die Oma auf die Bank setzt und wartet. Und da können Sie empirische Sozialforschung daraus machen. Wer merkt es als Erster? Hängt das vom Bildungsgrad ab, dass Sie merken, Sie sind in der Einflugschneise dieser konzentrierten Strahlen. Ich fürchte, die Professoren wären die Letzten, die es merken, die sind zu sehr abgelenkt. Oder hängt es ab vom Geschlecht, oder hängt es ab von der sexuellen Orientierung, oder hängt es ab von, also da können Kinder im Vorschulalter schon mal empirische Sozialforschung üben. Na, also man kann um so ein Ereignis mit Crowdsourcing heißt das heute oder sogar Crowdstorming, eine Menge erreichen, auch an sehr einfachen Lösungen, auf die vielleicht andere so gar nicht kommen. Noch ein anderes Beispiel, Stichwort Hotel. Das ist ein Maler, Friedensreich Hundertwasser, der irgendwann beschlossen hat, Architekt zu sein. Er hat weder ein Architekturstudium gemacht, er hat auch kein Malerstudium gemacht. Er hat zweimal eine Nacktrede gehalten in der Akademie, dann hat man ihn nie mehr eingeladen. Und bei Hotel denkt man an solche Bauhauskästen und da baut jemand ein Hotel so. Und alle mögen das, egal ob sie rechts oder links, alt oder jung sind, alle mögen das. Und wenn Sie mal sehen, von außen sieht das ganz unscheinbar aus und sehr in die Natur eingebaut, von innen schon ganz anders, das kann mithalten. Also wir können Dinge wie Hotel, die auch ein Stück weit häufig zur Verhässlichung unserer Welt beitragen, wir können die auch völlig anders denken. Und woher kommt die Idee? Nicht von dem Architekten, sondern von dem Künstler, der sich zum Architekten ernennt und ein hoch erfolgreicher Architekt wurde und nicht darauf gewartet hat, ob man ihn nur anerkannt hat oder nicht. Die meisten Architekten mögen ihn nicht und sagen, dass er ein Verhübscher, der Hundertwasser sei ein Verhübscher, aber die, die ohne Architekturvorkenntnis und vielleicht auch Befangenheit darauf gucken, sagen, wundervoll, schön, es ist lustig, kann man so machen. Was sagt das alles? Das sagt, dass wir ein Stück weit mit Leidenschaft bei der Sache sein müssen. Dass wir ein Stück weit, wenn wir diese Leidenschaft mitbringen, auch wie von selber gut werden, ja exzellent werden und Leistung erbringen, die sich auch im Wettbewerb behaupten wird.
ist denn mein Konzept überlebenstüchtig? Wenn Sie mit Leidenschaft bei der Sache sind, dann wird es das. Es kann sein, dass es Zeit dauert, es kann sein, dass Sie Rückschläge haben. Aber wenn es Ihr Ding ist, wenn es stimmig zu Ihrer Person ist, nicht einfach eine Opportunity, dann haben Sie eine gute Chance, Hochleistung zu erbringen, ohne dass Sie sich ständig disziplinieren müssen und ohne dass Sie auf diesen Freitag Abend warten müssen oder auf das Wochenende plus Urlaub warten müssen. Also dieses mit mir selber im Reinen sein und Arbeit als etwas empfinden, was, Stichwort Flow, wie von selber geht, wo Sie sich nicht ständig disziplinieren müssen. Und das heißt, weg von Unternehmertum hin auf, wenn ich Entrepreneurship mit einem Wort zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, Passion, it's about passion. Es ist Leidenschaft, es muss Ihnen Spaß machen. Es muss Ihnen Spaß machen, sodass Sie auf Dauer diese Anstrengung, die man als Entrepreneur aufbringen muss, auf jeden Fall, Sie müssen eine wahnsinnige Anstrengung aufbringen, dass Sie das auch aushalten, ohne davon geschädigt zu werden. Und dazu gehört auch ein Stück weit, da haben Sie die Chance, authentisch zu bleiben. Sie müssen sich nicht verbiegen. Wenn Sie bei Ihrer Sache sind, bei Ihrer Leidenschaft, müssen Sie sich nicht verbiegen. Sie wissen, wir werden verbogen. Und die Kinder, fast jeder kommt als Genie auf die Welt, ist ein Produkt von Verbiegen, dass wir zum Schluss als Idiot begraben werden. Und wenn wir die Welt von morgen schaffen wollen, dann nochmal 100 Wasser, wenn wir die Welt von morgen schaffen wollen, dann müssen wir schöpferisch tätig sein. Und dann gilt vielleicht ein Satz von Toynbee, der mir sehr gefällt. Wir müssen Antworten für morgen finden und nicht auf die Antworten von gestern zurückgreifen. Und dieses, um den Bogen zu spannen, dieses Unternehmertum mit, es geht um Kapital und es geht um Buchhaltung und das alles und es geht um Profit, das ist ein Stück weit die Erfahrung von gestern. So war das und so ist es in vielem auch heute noch. Wenn wir an morgen denken, dann müssen wir andere Antworten geben und dann müssen wir uns, glaube ich, stärker von der Ökonomie als Ideengeber befreien. Die Ökonomie ist nie angetreten als Ideengeber. Die Ökonomie ist angetreten, um das Leben von harter Arbeit, schwerer körperlicher Arbeit, von Hunger, von schweren Krankheiten zu befreien. Die Ökonomie hat nie gesagt, dass sie Ideengeber ist. In den ökonomischen Lehrbüchern steht immer der Sinn, wofür wir das alles tun. Das ist Sache der Philosophen. Also die Ideen kommen nicht unbedingt aus der Ökonomie. Und wenn wir nicht als Krämerseelen beerdigt werden wollen, sondern als Menschen, die aus ihren Anlagen, aus ihren Talenten, aus den Chancen, die sie hatten, das Beste gemacht haben, dann glaube ich, ist Entrepreneurship das Thema. Dann müssen wir gucken, dass wir aus uns heraus dieses kleine Ideenkind starten. Und das wünsche ich mir, dass Ihnen der Summit an dieser Stelle hilft, das auch zu tun. Vielen Dank.